Das erste Curriculum, was ich vorstellen möchte, ist das Curriculum Systemische Beratung und Steuerung in Organisationen. Mit diesem Curriculum beschäftigen wir uns seit vielen Jahren, weil es das älteste und generalistischste Curriculum ist, welches wir anbieten. Es ist erfahrungsgemäß ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Professionen und Tätigkeiten in Form unserer Teilnehmer im Raum vorhanden. Und das macht auch den Charakter dieses Curriculums aus. Es ist ein sehr breites und sehr fundiertes Professionalisierungscurriculum in einem systemischen Sinne, führt das ganze Spektrum an ganz unterschiedlichen Rollen und Tätigkeiten in Organisationen in Bezug auf Vorgehensweisen, in Bezug auf Tools, in Bezug auf Handwerkszeuge für das Ausfüllen all dieser unterschiedlichen Rollen und auf der anderen Seite für den Teil, den wir als sehr wichtig erachten, nämlich den Teil der professionellen Identität, der Haltung in einem systemischen Sinne. Das heißt, wofür stehe ich in der Organisation, wofür möchte ich stehen, was macht mein Kraftfeld aus, in welchen Feldern sind meine Kernkompetenzen zu sehen. Also ein sehr fundiertes Curriculum zur Entwicklung von Beratungs- und Steuerungskompetenz in Organisationen mit erfahrungsgemäß einem sehr bunt gemischten Kreis an Vertretern unterschiedlicher Organisationen, die sich in einem sehr allgemeinen, sehr breiten Sinne systemisch qualifizieren möchten.